seid ihr? Was, Gurchhänge? Alle sind nach oben gegangen. Im Kampf ruft Devils oft. Peng, peng, peng. Ich weiß nicht, warum. Ja, Vasco, ich rufe auch gleich Peng, peng. Bleib doch jetzt einfach mal irgendwo stehen. Deutlich. Komm raus. Du musst dich abschießen. Komm raus. Bitte lassen Sie sich nicht erschießen. Gib mir Mühe, Vasco. Ist das nur noch der eine? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Was ist das hier? Stimmt. Oh, und du musst wissen, der Social Media Manager liebt Alien Isolation und sagt jetzt, Sci-Fi ist nicht sein Genre. Bis Level 12, das ist aber weit. Also, Level 2. So langsam sehe ich, was du meinst mit im Weg. Ja, das geht schon die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit das aufhört. Den hatten wir schon. Wir müssen nach oben. Haben wir hier noch coolen Loot? Das hat ganz viel Wert. Das nehmen wir mit. Ja, Moment mal. Müsste ich nicht schon überladen sein? Bin überladen. Chat. Er hat erst nach 60 Stunden die Hauptstory angefangen. Okay. Nee, ich will ja schon ein bisschen vorwärts kommen schon. Ah, ich verliere mehr Sauerstoff, wenn ich überladen bin. Warte, ein bisschen was gebe ich Vasco. Captain. Das tauschen. Und ja, besitze ich aktuell einen Gegenstand, den Sie benötigen? Meine Ladezeiten sind ein bisschen länger. Sorgt doch manchmal für ein paar Soundbugs, weil ich das Spiel auf meine HDD installieren musste, weil ich keinen Platz auf der SSD hatte. Deswegen, manchmal lädt es ein bisschen länger. Und wie gesagt, manchmal gibt es auch hier und da mal so ein bisschen Soundbugs. Aber ist okay. Gibt Schlimmeres. Solange das Spiel deshalb nicht kaputt geht. Du hast Skyrim auch gespielt? Ah, ich nicht. Tatsächlich, ich muss jetzt zugeben, ich glaube, Starfield ist gerade das erste Bethesda-Game, was ich spiele. Ich habe kein Skyrim, kein Fallout, kein Quake, kein was weiß ich gespielt. Ich glaube, das ist mein erstes Bethesda-Game. Oder die haben noch irgendwas gemacht, was ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Ich
gucke bei der Hauptstory immer, dass ich gefühlt aus dem Tutorial rauskomme, um alles zu können, und dann schaue ich, was ich mache. Aber hier blicke ich das nicht so. Ich weiß auch nicht so richtig, gab es hier ein Tutorial und ja, ist das vorbei? Oh, hier ist Geld. Nee, doch kein Geld. Hier ist Essen. Okay, jetzt gehen wir gleich nach oben. Muss mal alles looten. Das ist mein Problem. Wenn ich nicht looten kann, bin ich traurig. Okay, wir gehen nach oben. Nee, wir gucken hier noch kurz rein. Ist einfach nix, okay. Ich wollte gerade sagen, wegen dem Tutorial, normalerweise hast du ja, wenn du quasi das Tutorial fertig hast, kommt ja dann nochmal so ein Starfield. Also zumindest ist es bei Assassin's Creed und so ist das immer so. Du spielst ein bisschen, machst zwei Missionen, dann ist Tutorial vorbei und dann kommt nochmal so ein richtiges Startsequenz. Das hatten wir hier noch gar nicht. Aber ich mache auch gerade die erste Mission. Nichts zu lesen. Okay. Ich den jetzt hier nehme. Ich habe schon 3400 Geld und konnte noch nicht ein Geld ausgeben. Bei Assassin's Creed 3 war das Tutorial ewig. Bei Syndicate war es ganz okay tatsächlich. Bei Cyberpunk kam das bei dir nach 14 Stunden? Was hast du die ganze Zeit gemacht, Susi? Okay. Das stimmt eigentlich. Ich spiele auch First Person. Aber wir haben Julia als Charakter erstellt. Und das ist uns gut gelungen. Terrormorph-Exemplar. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das hier wichtig ist für die Story oder fürs Verstehen. Abendessen geht heute auf Kupfermünze. Wenn wir hier irgendeinen Burger King finden, klar. Oder McDonald's oder Subway oder KFC, je nachdem, was ihr bevorzugt. Ich bin die Mandalorianerin. Ich habe Mandalorian nie gesehen. Deswegen kann ich nicht so dazu viel zu sagen. Ich habe tatsächlich die ganze...
Das ganze Star Wars, Obi-Wan. So was, Go. Peinlich mit dir. Und Mandalorian und so habe ich alles nicht geguckt. Nebenquests, 14 Stunden. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern sie die Digi-Dietriche bei sich haben. Und es mit nicht du schon wieder. Nicht so eng sehen. Oh, warte. Ich soll scannen. Wieso kann ich das nicht scannen? Kommt das jetzt hier wieder her? Ich kann das gar nicht scannen. Und nochmal. Wir könnten den jetzt nehmen. Und dann haben wir noch den für außen. Dann nehmen wir den so. Und den so. Was passiert eigentlich, wenn man das nicht auf beim ersten Mal gelöst bekommt? Ja, mit Witzebuch. Okay. Es speichert gerade wieder. Sorry, Soundbug. Schwerterbögen und Katapulte sind, wie ich finde, viel cooler als Laserpistolen. Der Feind kommt okay. Nicht zurück. Dort war ein Hamburger drin, habt ihr das gesehen? Warte, wir haben ein neues Witzebuch. Zu weit weg? War ich zu weit weg? Und vorhin hatte ich versucht zu scannen, als ich das schon getötet hatte und es ging nicht. Keine Ahnung. Wo finden wir die Witzebücher? Das hatten wir erst schon gelesen. Wir haben zweimal das gleiche Witzebuch. Schade. Ja, Julia, es sind leider die gleichen Witze. Charakterdesign, welche Eigenschaften hast du ausgewählt? Grundsätzlich sind wir Homesteader. Und wir sind introvertiert. Wir haben Fans. Oh, ist... Nee, deswegen ist Vasco ja nicht so. Und was haben wir noch als Eigenschaft? Weiß ich nicht mehr. Ich habe mich auch auf neue Witze gefreut. Sehe ich das irgendwo, was wir für Eigenschaften ausgewählt haben? Hier. Nee. Hier ist noch irgendwas. Ah, es lädt gerade wieder. Entschuldigung. Wir sind alle tot. Die Kommstation ist zerstört. Der ganze Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terrormorph irgendwo brüllen und Leute, die schreien. Nie kindlich haben wir nicht gewählt. Empathisch hatten wir, glaube ich, noch. Wir hatten introvertiert, empath und dass wir Fans haben. So war das, glaube ich. Hier ist das Vieh wieder. Jetzt habe ich wieder keine Schusssounds. Das ist tatsächlich durch das HDD-Speichern habe ich Soundbugs so ein bisschen, aber das. Moment.
hier. Muss ich jetzt lang? Ach, hier ist eine Leiter. Ein Part habe ich auch, aber habe es auch dabei belassen. Also ich weiß, dass man bei Starfield ja auch sein Raumschiff ausbauen kann und so. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was machen hier, bis wir dorthin kommen. Moment mal, hier gibt's Medikits. Sie haben ein schweres körperliches... Ich bin bereit für einen Handel. Du musst mein Zeug nehmen. Obwohl, geht. Okay, musst nicht nehmen. Prost. Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel. Doch, ich habe zu viel. Moment. Muss doch was nehmen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich glaube, ich habe zu viel Essen und so. Was macht das hier eigentlich? Och, Heilung. Okay. Ja, guck mal, Hamburgerfleisch für heute Abend. Ich schmeiß eine Runde. Das hast du gerade ein bisschen gemacht. Sprudelwasser. Brot. Ich muss dem was abgeben. Ich trage zu viel. Pflaume, Milch, Käse. Ein Erdbeerpilz. Ich trage immer noch zu viel. Was genau ist jetzt eigentlich so schwer? Ah. Immer noch so schwer. Ach, keine Ahnung. Sprudelwasser wäre jetzt schön. Ist bei euch auch so warm? Tatsächlich schmelze gerade. Was? Die Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Oh, das wird lustig. Willst du unbedingt sterben? Oh, der ist Stufe 6. Och, HDD-Speicher jetzt. So, häng ich hier. So. Oh no, da kommen ja noch mehr. Ich dachte, das sind die drei. Ihr überleben.
jetzt hier oben keine Deckung. Ich sollte vielleicht auch runtergehen, oder? Wo ich mich ein bisschen verstecken kann. Vasco! Ich hänge. Oh Vasco, du stehst schon wieder genau in der Schusslinie. Wo genau schießen die dort eigentlich? Mich auch töten. Heilt er sich? Was macht er? Da drüben abschießen. Betrüblich, dass die Erkundung so viel Blut fordert. Hä, wo ist der hin? Muss ich die töten? Nö, muss ich nicht. Okay, ich habe jetzt nicht alles gelootet. Ich bereue es gerade ein bisschen. Okay. Achso, ich sollte zur Mission. Sorry, speichert gerade wieder. Ich stehe zurück. Drücke R. Ja, aber das kann ich ja nicht, oder? Dafür reicht mein Dingsbums hier nicht. Kann ich? Doch, ich kann springen. Ich dachte, das ist ausgegraut. Jetzt nochmal. Kann ich jetzt dorthin
Zwischen landen. Auch über die Karte, ne? Ja, so. Irgendwie das mit dem Reisen ist irgendwie, das habe ich noch nicht so ganz verinnerlicht. Gar nicht, wie lange du am Ende brauchst, wenn du dort wirklich hinfliegst. Oh, händisch. Ewig wahrscheinlich. Chat, ich wollte 2 Stunden nur mal reingucken. In das Spiel. Das sind nur Pixel-Tapeten. Die Planeten in der Galaxis. Habe ich hier eigentlich auch sowas wie eine Art Inventarbox? Weil zum Beispiel Vasco ist ja jetzt nicht hier. Der hat jetzt mein ganzes Zeug im Inventar. Können wir hier jetzt was machen? Das ist ein Schiffsinventar. Wo habe ich das? Einfach mit hier in dem Inventar? Schiff. Habe ich mir ja gar nicht angeguckt hier. Ich finde immer noch, dass das aussieht wie ein Tier. Ein bisschen wie eine Schildkröte. Hoka? Is it you? Hallo? Hoka, wie geht's? Im Schiff an der Tür. Hier ist ein Klo. Na, hallo auch, ihr lustigen Piraten. Habt ihr es also endlich geschafft? Mein Schiff geentert, meinen Bot geschrottet und mir die schönen braunen Augen aus dem Engelsgesicht gerissen. Und dann habt ihr gemerkt, der Typ, den ihr für einen Schatzjäger gehalten habt, hat gar keinen Schatz. Nicht mehr. Kann schon sein, dass ich 1, 2 Wertgegenstände hatte, als ich euch Losern bei Komasi entwischt bin. Aber ich musste tanken. Ihr kriegt also rein gar nichts. Nur meinen Geist. Ich werde euch nämlich bis ans Ende eurer Tage heimsuchen. Wie lange dauert das bei einem Crimson Fleet Piraten etwa? 1 Woche? Er hat nicht mal einen Deckel hochgemacht. Ganz Richtung am Führerhaus. Gibt ein Bedienfeld, das man nicht ohne weiteres erkennt. Bin selber etliche Male daran vorbeigelaufen. Okay, also liegt es nicht an mir. Könnt mich eigentlich mal heilen? Hoka, wie geht's? Lange nicht gesehen. Freut mich. Der Anführerhaus. Ist mal gelootet. Links.
Oh. Das Helle. Oh, was ist das? Das Hellgrüne, das ist ein Schleudersitz. Oder das? Ich weiß nicht. Das, ja? Ist das, ist hier jetzt alles drin, was wir Vasco gegeben haben? Ja, steht doch dran. Ja, ich kann nicht lesen. Warte, hier ist jetzt alles drin, was wir Vasco gegeben haben? Oder ist hier jetzt anderes Zeug drin? Muss dein Zeug schon selber da reinräumen. Ja, aber das Problem ist ja, Vasco hat ja jetzt mein Zeug draußen. Das heißt, ich muss jetzt dann draußen zu Vasco gehen und das Zeug von ihm nehmen und reinschaffen. Ist Vasco immer da draußen? Was ist das eigentlich? Ja, aber dein Zeug, was du bei dir hast, kannst du da reinmachen. Und bei Händlern kannst du auch aus dem Schiffsinventar verkaufen. Aber das Problem ist, das meiste, was ich bei mir habe, ist halt Heilung. Eine Heilung will ich nicht hier lassen. Karten sind schrecklich. Ich hoffe, da kommt ganz schnell ein Patch für. Was genau ist jetzt hier der Unterschied? Ach, minus 15% Schaden. Ah, ich bin doof. Jetzt habe ich das... Ich will den anziehen. Warte. Okay, es ist gerade wieder überfordert mit dem Laden. Sah gut aus, oder? Ich packe jetzt einfach mal Zeug hier ins Schiff.